Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu Destiny 2 Beta. Ich bin gespannt aufs Spiel, ich freue mich riesig. Ja, ich habe den ersten Teil schon aufgenommen, aber irgendwie hat leider die PlayStation rumgespackt. Deswegen nehme ich den jetzt erneut auf. Ich werde jetzt mal den Titanen nehmen. Weil den ersten Teil habe ich mit dem Warlock aufgenommen, aber wie gesagt, hat leider nicht funktioniert. Deswegen werde ich gleich den Titan auswählen und dann nochmal den Anfang spielen. Und danach kriegt ihr dann den originalen zweiten Teil gleich nachgereicht. Oder später nachgereicht, morgen, übermorgen. Wie auch immer. Ja, Destiny 2, ich bin auf jeden Fall gespannt aufs Spiel. Das, was ich jetzt schon gerade gezockt habe, hat richtig Bock gemacht. Und ja, ich glaube, September kam es raus. Die Limited Edition ist schon vorbestellt. Auf jeden Fall, ja, machen wir mal hier einen neuen Hüter erstellen, eben kurz. Nehmen wir mal den Titanen. Weil, sonst kriegt ihr von der Vorgeschichte nichts mit. Und gleich hat das Intro, deswegen bin ich jetzt leise. Also Ikora, wenn das ein Scherz sein soll, fällt mir schwer, es zuzugeben, aber ich wäre beeindruckt. Dich zu beeindrucken, Cade, ist echt ein Kinderspiel für mich. Es ist ernst, Leute. Zavala, das ist mein ernstes Gesicht. Guck doch. Ikora, was gibt's? Jemand oder etwas sabotierte die Skyline-Verteidigungssysteme. Die Comms sind seit den letzten Stunden unregelmäßig. Die Sensoren außerhalb der Mauer sind tot. Vielleicht ist es nur der Sturm. Vielleicht ist es... Was sagen uns die Satelliten? Nichts. Das ist gut, oder? Nein. Sie sind nicht da. Da sind keine Satelliten. Und das ist nicht gut. Kampfstationen! Zu mir! Jetzt! Halt durch! Ja, den Trailer hat man ja auch schon auf der E3 gesehen. Ich glaube, jetzt kommt nochmal ein kleiner Trailer und danach springt man dann direkt ins Geschehen hinein. Ich glaube, man sieht jetzt kurz seinen Hüter. Richtig. Wiederhole, Turmzentrale. Hier spricht City Hawk 723. Ist da jemand? Alle Kanäle sind still. Sogar die Notfallfrequenz. Was ist denn da los? Ich weiß, ich habe gesagt, du sollst nicht so schnell fliegen. Vergiss es. Flieg schneller. Okay. Thank you.
So. Jetzt startet man direkt im Geschehen. Bin mal gespannt, was der Titan für eine Superfähigkeit hat, weil der Warlock hat so ein unser Feuerschwert. Alles ist zerstört. Der Turm, die Stadt. Kabale! Ah, okay, der fängt auch schon direkt mit einer anderen Waffe an. Dicke Rüstung, noch dickere Waffen. Riesige Weltraumnasser. Automatik erledige sie, keine besser. Zeit für Fragen. So. Hier Commander Zavala, Zivilisten, begebt euch zu den Evakuierungspunkten. Hüter, zur Piazza. Unsere Stadt wird nicht fallen. Piazza. Kate. Hey, ihr zwei. Also, eine Sekunde. Was macht der? Was ist hier los? Zavala spielt den Helden auf der Piazza. Ich bin gespannt auf mein Herzblatt hinter dieser Tür. Wird ein kurzes Date. Was neu dazugekommen ist, jede Klasse hat jetzt noch eine dritte Fähigkeit. Also Granaten, wie ihr unten links sehen könnt. Einmal der Schlag in der Mitte. Und dann noch die dritte Fähigkeit. Der Titan hat jetzt ein Schild. Und der Warlock kann sich heilen. Und was der Jäger hat, das weiß ich leider nicht. Oh, guck mal. Automatikgewehr. Bei dem Warlock hatte ich eine Sekundärwaffe gehabt. Also eine Minigun, sehr nett. Schauen wir mal, ob die ordentlich reinbämst. Oh ja, die können schon was. Macht zwar wenig Schaden, aber die Gegner fallen gut um. Nur die Munition geht relativ schnell. Was habe ich denn als Sekundärwaffe? Ah genau, die hatte ich als Urlaub gehabt. Die war nicht schlecht, die beiden auch also erstmal drin. Das Ding ist. Das muss ihr Kommandoschiff sein. So. Schelle verpasst. Mit Schild, glaube ich. Oh. Aber eben die Fähigkeit. Hier ist jetzt das Schild. Kann ich durchschießen selber? Kann man nicht. Nein. Nicht nur die Stadt an. Schau dir den Reisenden an. Okay, mein Geist identifiziert diese Kabale andauernd als Rotlegion. Ikora, weißt du was? Nur Gerüchte.
Sie sind eine Eliteeinheit der Kabale und bis in den Tod loyal ihrem Commander gegenüber. Aber das ist irrelevant. Sie greifen den Reisenden an. Wir müssen sofort zu ihm. Der Reisende, was ist dieses Teil, das Sie an ihm befestigt haben? Negativ. Der Reisende kann warten. Wir werden unser Volk um jeden Preis schützen. Sie dürfen das Tor nicht erreichen. Die Rettungsshuttle sind da drüben. So, hier sind wir jetzt auf den Marktplatz, wie ihr sehen könnt. Da vorne haben wir das Pavillon. Hier sind die Tresore, wo man die ganzen Waffen und Rüstungen in Teil 1 schön reinpacken konnte. Oh, ich hatte diese fetten Hüten. Aber wir spielen jetzt gerade schon an der Seite von den anderen Hütern, wie es aussieht. Meine Ulti ist fertig, ich werde gleich mal zünden. Kann er jetzt schönes? Ah, okay, Bubble. Hatte der nicht so ein Schild? Die Rotlegion ist gut ausgebildet. Auf jeden Fall sieht die Bubble geiler aus. Wir halten die Stellung, bis der letzte Zivilist in Sicherheit ist. Ein Hüter ist. Ja, das ist natürlich nice. Ah, da kommt der dritte sogar. Sehr schön. Finde ich gut, dass man die Mission nicht alleine spielen muss. Was haben wir denn als Hüterwaffe gebaut? Ich glaube lieber bei dieser Waffe mehr. Ich schaffe eine Granate eben. Wir halten die Stellung. Das Kommandoschiff kommt als nächstes. So. Ah, ich glaube, ich schieße jetzt noch einmal. Raket! Bleib innerhalb der Schild! Crosswords im Anflug! Geh zum Sprecher! Wir müssen den Sprecher finden. Oh, jetzt müssen wir hier hinten hin. Sprecher. Uah. Er bekommt nichts mit. Lol, ich muss den Turm verteidigen. Warum sagt denn der so zum Sprecher gehen? Der Vollidiot. Oder? Ja. Shuttle ist weg. Aber der Sprecher hat es nicht geschafft. So, jetzt ich werde nach ihm suchen. Ich übernehme die Piazza. Geh mit Ikora. Finde den Sprecher. Wird gemacht, Commander. Ikora! Der Sprecher ist weg. Rotlegion. Ihr werdet niemandem mehr schaden und von mir könnt ihr keine Gnade erwarten. Zavala! Sie wird den Sprecher finden. Wir müssen zum Kommandoschiff.
Begib dich zum Nordturm. Amanda Holiday wird dich abholen. Ah, ich bin von der Waffe nicht so überzeugt. Also, da bleibe ich lieber bei der. Oh. Kann man irgendwo seine Ulti wechseln? Hier bestimmt. Warte mal, Details. Was habe ich denn hier? Magnetgranate. Schutz der Dämmerung bei super Energie. Schutz Kümpel, Nahkampfskills. Gesundheit wieder her. Nahkampfschaden. Ich glaube, hier kann man gar nicht aussuchen. Ich glaube, haben wir auch noch irgendwas. Ja, so wie es aussieht, geht das gar nicht. Schade. Gut, weiter im Text. Ich habe gedacht, ich könnte mir jetzt die, die eine Ulti hier von den, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, aus Teil 1 rausnehmen, diesen Powerschlag. Amanda ist gleich da. Sie wird dich auf dem Kommandoschiff absetzen. Oh, ein ganz fetter. Sehr gut. Da ist die Holiday. Hallo. Zavala, hab den Hüter dabei, von dem du immer redest. Ihr müsst zum Hauptschiff. Jetzt! Halt dich gut fest! Schon, bitte. Unternehmen was. Okay, Hüter. Geben wir ihn eins auf die Nuss. Machen wir. Also ich habe auf jeden Fall Bock. Das macht jetzt schon richtig Spaß, hier die erste Mission zu spielen. Und jetzt werden die zwei Monate natürlich noch schlimmer, weißt du? Oder nicht, eher gesagt, weil ich habe einfach Bock auf Spielen, mit den Jungs einfach wieder zu zocken, Strikes zusammen zu machen, die Dungeons und die Bosse zu legen. Ich habe einfach Bock. PvP-Spiele war ich jetzt nie so in Destiny. Ich meine, wenn ein Eisenbanner lief, klar, hat man da mitgemacht, aber das Loot-System war ja für'n Arsch. Du konntest der beste Spieler sein, kriegst du wieder nix oder blaue Sachen. So, ich glaube, jetzt muss ich komplett runter. Das war fail. Dich nicht runter? Gleich, ne? Ja. Da. Oh, Nahkämpfer! Jetzt kommt diese Flamme, das ist natürlich auch total nervig. Ich glaube,
nochmal so ein Ticker hier. Oh, da müssen wir aufpassen, dass uns nicht runterboxt. Die Munition wird knapp. Das Ding mit der Flammenpistole läuft nicht mehr so gut. Hat jemand von Ikora gehört? Nicht seitdem sie nach dem Sprecher suchte. Information! Information bei mir! Man sieht aber auf jeden Fall... What the fuck? Man sieht aber auf jeden Fall schon eine Verbesserung von der Grafik. Finde ich sehr gut, dass sie das gemacht haben und nicht so wie Call of Duty 10 Jahre lang bei derselben Grafikengine bleiben. Da laufen wir erstmal weg. Wo ist Sniper? Ob man auch immer drauf schießt, wird man halt nicht. Versteckt euch doch nicht immer. Das heißt ja an den Kabalen, ne? Dass sie sich immer verstecken müssen. Sei es hinter irgendwelchen Gegenständen oder hinter ihren Schilden. Aber so sieht man wenigstens, dass die KD... Ach KD, dass die KI funktioniert. Entschuldigung. Oh, ich hab gedacht, du der Kleine. Die kleinen fucking Viecher wegmachen. Wie schlecht ist diese Waffe eigentlich? 100 Schuss. Oh nein. Das ist so ein Waffe. Oh, ich soll dich. Einsammeln. Jetzt mal heilen. Granate ist wieder aufgeladen, das ist sehr schön. Sollte man natürlich auch noch treffen, wenn man die wirft. Saftsack. So. Ist er down. Jetzt musste man hier runter. Der Schildgenerator sollte direkt vor uns sein. Wächter, die haben sich auch die Viecher.
noch ein Dicker. Black ist er. Schelle vor mir. Okay, zerstöre die Turbinen, dann fallen die Schilde in sich zusammen. Ja, genau so. Ja. Oh, du musst aufpassen, dass ich getroffen sterbe. Oh ja, bleib lieber nah. Die Temperatur steigt. Es funktioniert. Ich muss aufpassen, wenn ich hier hochhüpfe. Wo kommt der von oben? Noch ein bisschen. Ah, wie schlecht, ey. Kack-Fick-Scheiß. So, warte mal, können wir nicht direkt dahin rüber hüpfen? Ich glaube, so weit konnte der Titan aber nicht springen. Die hüpfen, wie auch immer. Alter, wo bleibt denn dieses scheiß Dingen von oben? Leck mich doch am Arsch. Ich bin von hier kaputt, ne. Warum laufe ich nicht hier lang? Ist so viel einfacher. Ich bin voll Idiot. So. Geht doch. Savala, geschafft. Die Schilde sind deaktiviert. Savala? Amanda, wir kommen nach oben. Amanda! Ist da jemand? Bloß tun. Nichts. Willkommen in einer Welt ohne Licht. Hüter, da stimmt was nicht. Schau mich nicht an, du Kreatur. Du bist schwach, undiszipliniert, versteckst dich hinter Mauern. Das ist kein Mut. Du hast nur vergessen, was Todesangst ist. Erlaube mir, dich zu erinnern. Ihr habt die Macht, die euch gegeben wurde, nie verdient. Ich bin Gor. Und dein Licht ist mein. Ja, und das war der erste Teil der Destiny 2 Beta. Ich habe jetzt den ersten Teil gespielt. Ne? Ist ja logisch, der erste Teil. Und im zweiten Teil machen wir dann den Strike mit den Warlock, weil das habe ich vernünftig aufnehmen können. Und ja, jetzt haben wir hier halt in der Beta, ich zeige euch das mal eben noch, den Strike. Einmal hier
Schmelztiegel, PvP. Und nochmal Schmelztiegel. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen für den ersten Teil und sag dann bis zum nächsten zweiten Teil von der Destiny 2 Beta. Ciao.